Herzlich willkommen zurück. Huch, bei Darksiders 3. Ja, ich bin hier wieder im, wie heißt das Gebiet? Eiterbecken oder sowas. Richtig widerlich. Hab gerade mal die ganzen Seelendinger zerstört, die ich noch hatte, denn ich wollte ja mir einen Stein kaufen. Ich kann mir die Dinger sogar kaufen. Stimmt, da war was. Und zwar ein Verjüngungskern, der meine Gesundheit erhöht und dann halt. Ich kaufe mir mal ein Engelsartefakt. Eine ausgezeichnete Wahl. Und ansonsten Zornfragment. Komm, ein Rasereifragment noch. Und den Rest zwiebel ich hier rein. Ist nicht viel. Ist nur der Rest. Das ist aber lustig. So, jetzt kommen wir hier lang. Ich habe so das Gefühl, wir kommen bald zur Todsünde. Ich will mir nicht. Oh, was war das? Warte mal, hüpfe ich dann weiter? Tatsächlich nicht, nee. Das heißt, wenn ich das hier einsetze. Ah, ich habe das immer aufgeladen hier. Aber das bringt gar nichts, das aufzuladen. Ich kann einfach. Alter. Schau dich kaputt! Ganz kurz warten, bis der kommt. Oh, das wusste ich natürlich nicht. Jetzt bin ich schon ein ganzes Stück schlauer als vorher. Was gibt's denn hier? Hä? Ne? Ne? Oh. 3000 Seelen, das ist gar nicht übel. Gar nicht übel. Was zum Teufel? Ach, das ist einer von denen. Oh, der hockt dahinter, die Sau. Komm schon. Ey. Nein. Ja. Boah, gerade noch, ey. Gerade noch. Ah! Voll drauf! Attacke! Jawohl, komm her. Du hässlicher, du kleines Hässlohn-Monster, ey. Komm hier rüber. Oh ja. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich muss irgendwie zu dem anderen kommen. Da hoch, dahinter, darüber. Den schnapp ich mir. Das kannst du aber glauben. Zack, zack, zack. Und fertig. Unvergängliches. Jetzt müsste ich da doch zwei Stück von haben. Ich weiß nicht, ob ich eins einsetzen soll. Ich glaube nur, wenn ich weiß, dass da ein harter Bossfight kommt. Oder ein harter Fight generell. Hartes Stück. Das ist ja nur so als kleine Nebenabsicherung. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. War der schon tot? Ja. Heilung habe ich auch nicht mehr. Ne, also ein Heilungsfragment zum Beispiel. Oh, das ist echt gut, dass ich das direkt einsetzen kann. Das spart mir ein bisschen mehr Zeit. Geht dieses Tor da auch auf? Bei dem Stromkasten? Ja. Könnte ein Shortcut sein. Oder vielleicht ein Mensch. Ein weiterer. Oh, guck mal da. Das ist aber ein Shortcut tatsächlich. Denn von da komme ich. Oder beziehungsweise ganz am Anfang bin ich von da gekommen. Haben die hier irgendwas Interessantes? Vielleicht in den Mülltonnen irgendwie irgendwas?
Was ist das? Was zur Hölle? Ja. In dein Gesicht? Jawohl. Und nun? Welche Öffnung? Diese Öffnung? Los. Nein, das wollte ich auch mitnehmen. Ciao. War das eine der sieben? Möglich. Vielleicht hat sich eine seit dem letzten Mal verändert. Okay. Jetzt frage ich mich, ob es da noch mehr zu erkunden gab. Das ist natürlich jetzt blöd. Sei gegrüßt, da. Ich verfütter mal direkt alle meine Seelen. Wie du willst. Sorge dafür, dass sie schreien. Das hört sich gut an. Heilungsfragment. Okay, wieder ein bisschen Güllewasser. Besonders wollüstiger Ort. Was? Nee. Hast du nichts gelernt? Der Schein kann trüben. Außerdem zeigt sich Wollust nie, wie erwartet. Was genau hast du damit gemeint? Die Vorstellung von Sünden ist eines. Das Konzept der Wollust ist etwas ganz anderes. Vor allem das menschliche Konzept der Wollust. Verstehe. Wie zum Beispiel Lust auf... Such es dir aus. Die Menschen haben ziemlich viel Fantasie. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Das macht ihn so gefährlich. Zu gefährlich, Herren? Auf keinen Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass sie der Fury oder dass Wollust der Fury quasi als ihr Pferd erscheint. Oder als vielleicht sie selbst als Anführerin der was ist das? Okay, es gibt nichts, was noch mehr nach einem Bossfight riecht, ganz ehrlich. Das ist so ein bisschen obvious. Fragst du, wie komme ich da hin? Muss ich da durch erst? Na gut. Erreizt du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin, ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf! Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feinde begegnen. Erzähl das dem feurigen Rat. Der ist nicht hier, darum sage ich es dir, Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollust. Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend, wenn man hört. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragt hast. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt. Strebst du nach einer Art Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Nein,
nein, nein. Nil beweist dein Tun eine ganz andere Lust. Auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephilim. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Halt dich zurück, Fury. Krieg? Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission? Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört. Toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung? Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der Feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Ja? Herren, ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden? Lass die Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Das ist nicht real. Was? Ach, den Versuch war's wert. Du glaubst mich so gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein. Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Also, entscheide dich. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Alter. Alter. Slavi. Okay, ich muss erstmal hier drauf klarkommen, was hier gerade passiert, Alter. Ich muss erstmal gucken, was kann die für Angriffe? Der Charge ist eine 2er-Kombo. Der Jump ist eine 1er-Kombo. Dann hat sie noch den normalen Schlag. Das ist eine 1er-Kombo. Das ist eine 2er-Kombo. Das heißt, das sind jetzt 2 gleich wieder, oder? Ja. Kann sein, dass ich jetzt sterben werde einmal. Alter. Boah. Ist gar nicht so einfach. Autsch. Ja. Komm schon. Nein! Viel zu früh gedrückt. Viel zu früh. Verdammt. Oha. Ein Erzengel, Ousiel, du schmeichelst mir. Ich werde dich töten, Wollust. Du wirst dich nie wieder erheben. Wir hatten einen Pakt,
Halt dich zurück! Warum sollte er, wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir? Hör nicht hin! Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht verhelfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Uriel! Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst? Sei still! Und diesen verdorbenen Ort wieder zu Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine Wahrheit, Erzengel Uziel. Der Himmel unter deinem Befehl. Wäre das nicht herrlich? Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Nein, Uziel! Oh. Wäre das nicht spaßig? Muss ich jetzt gegen beide kämpfen? Boah! Wie arschig, Alter! Also. Ach du Scheiße! Wie soll ich denn gegen beide kämpfen? Das ist doch krank! Ah! Alter, was ist das hier? Boah, das ist ja Arschmove des Jahrhunderts, ey. Das ist mal ohne Scheiß. Ich sehe nichts. Wow. Oh, wir hätten das perfekt. Was zur Hölle? Ja, oh mein Gott. Da kommen sie so, ey. Da kommen sie so an. Boah. Boah, das ist ja richtig arschig. Uziel plus die alte. Boah. Huiuiui. Das könnte was werden. Da muss ich wirklich. Ich setze am besten das jetzt schon ein. Am Kampfesanfang dann. Boah, ich weiß nicht. Zornfragment lohnt nicht. Rasereifragment, dass ich die so schnell wie es geht auf 50% runterprügel, damit ich. Damit ich die in die nächste Phase bringen kann. Verdammt nochmal. Vergeude nicht deine Zeit mit Dämonen und Erschaffern. Wenn du wirklich deine Macht beweisen willst, musst du dich hin. Komm schon. Autsch. Absolute Macht zerquetscht die Selbstgerechtigkeit. Autsch. Wo ist mein Fragment? Achso, habe ich schon eingesetzt. Das hatte ich nicht mitbekommen. Komm schon. Nein! Boah. Nein, jetzt kommt der auch noch. Das kann ich aber überspringen. Vielleicht kann ich die Wollust töten, bevor der Engel. Also, ne? Bevor ich den Engel töte. Alter. Das ist wie. Ah, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die hießen. Die zwei Brüder da, der Drachen, der mit der in dem Drachengefäß und der. Na, der andere. Alter. Muss ich den erst besiegen? Okay. Alter. Das ist doch kein Spaß hier, ey. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Und weg. Alter. Komm schon. Das
sollst wissen, okay, der hat anscheinend echt nicht viel Leben. Oh, fuck. Ja, wie... Boah. Alter, dem zweiten Hit hätte ich ja überhaupt nicht ausweichen können. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Verdammt. Boah. Boah, ist das arschig, ey. Okay. Boah, der Bossfight ist hart. Okay, mit 2 habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Ich habe nur noch das Stärkungsfragment. Ich kann mir nichts kaufen. Ich habe auch keine Dinger hier mehr, oder? Ich gucke mal, ob ich mir irgendwas damit holen kann. Raserei oder sowas. Dann setze ich das halt... Womit kann dir das nicht, oder? Oh, gerade so. Dann setze ich das wirklich erst ein, wenn der Uziel dazu kommt, dann muss ich den als erstes töten. Ich wollte vielleicht versuchen, ihn am Leben zu lassen, bis Volus tot ist. Scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Vielleicht muss ich ihn ja auch erst platt machen und dann ist er quasi einfach nur aus dem Kampf und dann kämpfe ich gegen die Volus selbst. Und wenn die tot ist, kommt er wieder so zu Sinn. Verdammt, falsch Knopf. Dieses Gefühl, das du gerade empfindest, das ist wahre Volus. Fühlt sich gut an. Ey! Ich hab doch... bin ausgewichen. Komm schon. Oh, ich drück immer viel zu... Ich seh nix. Oh, ich drücke immer viel zu schnell. Okay, komm schon. Wenn du wirklich deine Macht beweisen willst, schließ dich mit. Alter! Du weißt nicht, was es heißt, für jemand anderen als dich selbst zu kämpfen. Falsch Knopf! Doch absolute Macht quetscht die Selbstgerechtigkeit. Komm schon. Ich drück doch. Boah, das ist echt nicht geil, gell? Nein! Der hat die andere Alte visiert. Ah! Was ist hier los? Zerquetscht die Selbstgerechten. Komm schon. Jawoll. Nee. Ich seh schon, wie so von hinten ankommt, ey. Oh mein Gott. Oh, mein Hals. Nein! Oh mein Gott. Was passiert hier, ey? Komm schon. Verdammt nochmal. Da habe ich ein bisschen zu früh drauf gezwiebelt. Jawoll. Der ist aus dem Spiel. Komm schon. Jetzt nicht gierig werden.
Nein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein. Ach ja. Ach ja, so ist es manchmal. So ist es, so ist es. Boah. Da würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann auch, ne? Dann schaffen wir es hoffentlich. Ich bin guter Dinge. Ich habe zwar absolut keine Items mehr, nur noch Heilung, aber theoretisch brauchen wir auch nicht mehr. Dann in diesem Sinne würde ich sagen, da unten steht sie schon. Bis dahin.